Die große Frage, wenn es mal so überhaupt nicht läuft wie aktuell beim FC Augsburg 2, kommt dann ein Spiel gegen die wohl beste Mannschaft der Regionalliga Bayern absolut ungelegen oder eben gerade richtig? Die Gäste schienen darauf jedenfalls nur eine Antwort geben zu wollen. Die Gastgeber kamen gegen mutige und unangenehme Fuggerstädter mal so überhaupt nicht ins Spiel. Erste nennenswerte Aktion des Spitzenreiters nach ganzen 25 Minuten. Schabani probiert's mal aus der Distanz. Das Ganze aber ohne Hallo-Wach-Effekt. Denn auch in der Folge die Elf von Jochen Seitz ungewohnt harmlos. Stattdessen mal der FCA. Kurz gewinnt das Kopfballduell, dann geht's ganz fix. Rösch und Se-Jong-Hun-Chong Hoffmann auf dem Posten. Überragend dieser Kontakt, mit dem der Südkoreaner Yilmaz und Mai verlädt. Der Abschluss dann ausbaufähig, aber dieses Augsburg machte den Bayern mal so überhaupt keinen Spaß. Man hat zu Beginn des Spiels gemerkt, dass sie auch eine Anspannung gehabt haben, klar, aufgrund der Tabellensituation. Nur, wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, Selbstvertrauen aufzubauen, indem wir keine besonders schlauen Entscheidungen getroffen haben, dass wir ins Pressing hineingespielt haben und Augsburg einfach mit ihrer Mentalität sich dann immer mehr für diese Spieler begeistert haben. Und bei uns wurden die Rucksäcke dann, die wir hinten drauf hatten, immer schwerer. Beispiel gefällig hier. Die Bayern vor allem im Kopf irgendwie nicht auf der Höhe. Deswegen zur Pause auch nur eine Mannschaft mit sich zufrieden. In Hälfte 2 dann die Bayern mit etwas mehr Dominanz. Spielbestimmend, aber wenig zwingend. Torszenen wie hier mal von Feldern blieben absolute Mangelware. Augsburg hinten weiter kompakt und stabil. Und traute sich nach gut 75 Minuten auch nochmal nach vorne. Rösch setzt hier schön nach und Hoffmann ist aber wieder auf dem Posten. Das bis dato die gefährlichste Aktion in Durchgang 2. Im Grünwalder Stadion hatte man in dieser Saison schon durchaus bessere Fußballspiele gesehen. Viel Kampf, ja, aber eben auch viel Krampf. Die reguläre Spielzeit mittlerweile um. Dass hier noch was passiert, daran ließ der bisherige Spielverlauf eher zweifeln. Aber wenn man mit dem Kopf schon in der Kabine ist, dann, ja, dann passiert eben genau sowas. Ein Blackout von Angelo Meyer und Rösch rein ins Glück. Spekuliert und belohnt. Mit seinem dritten Saisontor schießt Rösch Augsburg zum ersten Sieg im Jahr 2019. Ich wusste, entweder schießt Schalke jetzt raus oder er macht mit dem Kopf zum Torwart zurück. Und dann, es war halt so ein Bauchgefühl. So, ich wusste so, irgendwie, der macht ihn jetzt zurück. Und dann bin ich halt irgendwie mit dem Fuß hinkommen. Und dann habe ich ihn reingemacht. Wenn man sich das 0:1 anschaut, dann wird es deutlich wie kopfgesteuert wir heute Fußball gespielt haben. Also wir haben keine Leichtigkeit hineinbekommen in unser Spiel. Schlitzohr-Rösch batscht die Bayern ab. Die ließen im spannenden Meisterrennen erneut federn und mussten nun sogar um die Tabellenführung zittern.